Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Bedrock Prison Version 7.0. Das neueste, schwerste Gefängnis laut des Erstellers. Das schwerste Gefängnis hatten wir bereits in der letzten Episode geschafft. Mit dabei ist unsere Gefängnisinsassin. Awesome. Strafe Hallo. Lina. Ich bin Knacki. Du bist ein Knacki, Lina, ey. Yeah. Dieses Gefängnis freut dich, ich habe gar keinen Bock mehr auf die Scheiße. Wir müssen ausbrechen. So, ja. Wir haben hier, also es ist ein Bedrock Prison, wir müssen ausbrechen. Gibt nicht viel zu wissen. Müssen wir mal gucken. Also wir haben hier einen Willi, der heißt, Pazzo. Warte, der heißt Pazzo. Der tauscht, die heißen alle Pazzo. Der tauscht Kupfer gegen Kupfer. Oben und unten ist nichts. Oben, unten ist nichts. Der tauscht Kupfer gegen Leiter. Okay, Leiter brauchen wir wahrscheinlich, um da hochzukommen. Der tauscht... Hier ist eine Kiste, ich habe eine Kiste gefunden. Ich hab's gehört, hier drunter oder was? Ja, in der Lava. Ah, oh, da ist ja komplett krank viel drin. Okay, das heißt, wir müssen eine Werkbank-Action machen. Okay, lass mal, was tauscht der? Der tauscht einen Zaun gegen Leitern. Wir brauchen auf jeden Fall 5 Leitern. Also wir brauchen ein Kupfer und einen Zaun. Weil dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 und können da hochspringen. Hier ist eine Werkbank. Da ist ein... Warte. Da ist ein Ofen. Wir haben einen Ofen, Melina. Ah. Ah, das heißt, wir können jetzt Kupfer burnen. Aber mit was burnen wir das? Wir haben nichts zum Burnen. Nee, ich habe auch nichts. Wir haben nichts zum Burnen. Die Werkbank burnt. Aber die kriegen wir nicht. Vielleicht hier diese Sträucher. Ich könnte. Lava-Eimer. Ah! Oder? Safe, ne? Ja, safe call. Okay, das heißt Eimer, dann Lava. Ah! Da noch was drin? Ja, eine Kiste halt, ne? Ach so. Okay, das heißt, wir tun in den Ofen jetzt den Lava-Eimer, burnen das durch. Perfekt, dann haben wir das Kupfer schon mal, da haben wir schon mal die ersten Leitern. Jetzt brauchen wir einen Zaun. Das ist aber kompliziert, Ina, ich habe nicht mal Holz. Diese Sträucher hier, gehen droppen die? Ja, die droppen niemals Holz, never ever. Nee. Das kann sie knigeln, Ina. Das kann, weiß ich nicht, lass sie mal lieber. Okay, ich lass ihn. Vielleicht brauchen wir die noch. So, gib mal den Kupfer. Jetzt können wir ja hier schon mal. Warte mal, Kupfer gegen Kupfer. Meinst du, wir sollen Kupfer gegen Kupfer traden? Hat das irgendeinen Sinn? Ja, mach mal. Vielleicht passiert dann irgendwas. Was für ein Geschäft. Ja, du hast jetzt Level bekommen, oder? Ich habe I42 Level. Also, ah, okay. So, wir haben 3 Leitern. So, das ist ja schon mal gut. Das ist schon mal gut, ne? Dann da oben hin. Ja, uns fehlt leider eine jetzt, ne? Hey, hallo, Junge! Ich schubst dich hoch, Ben. Ja, okay, wir haben leider auch keinen Block. Wir könnten halt... Na, die Kiste kommt man nicht ran. An die Werkbank kommen wir auch nicht ran. Wir haben den Eimer noch. Was ist... kannst du mir die Leiter irgendwie hochwerfen? Ich kann halt Raketen craften, Elina. Raketen? Ja. Weiß ich jetzt. Ich habe halt übelst viel Stuff noch zum Craften, aber ich weiß nicht, was mir das alles bringen soll. Bin oben. Ich wusste nicht, dass das geht, hä? Als ob. Lina hat das anders outsmartet. Ja, okay, da haben wir geschafft. GG. So, was ist hier denn jetzt los? Hier sind Mobberonis. Hier sind einige Mobberonis. Oh nein, du bist runtergefallen. Ja, aber müssen wir doch. Und der Kiste ist wieder so viel. Ich denke, da ist wirklich richtig viel drin, was du verwirrt, was du nicht brauchst. Weil im ersten Level war das ja auch so. Okay, wir haben Goldschwert, das hat Schärfe 30, haltbar. Okay, das heißt, das müssen wir irgendwie sehr oft benutzen. Denkst du, die respawnen, wenn wir die killen? Ja, klar. Mach mal. Okay. Weiß ich nicht sicher. Töt sofort. Oh, aber das der hat einen Tintenfisch. Ja, der hat was gedroppt. Besonderes gedroppt. Da ist noch eine Fledermaus. Okay, ich glaube, die kommen nicht wieder. Die kommen auf gar keinen Fall wieder, Lina. Aber ich denk, hier ist eine Fledermaus. Aber die droppen Special-Sachen. Außer die hat gar nichts gedroppt. Echt? So, ich kann auf jeden Fall arsch viel Farbstoff machen. Ich kann machen eine Pilzsuppe. Ich kann Endstab machen. Ah, wahrscheinlich müssen wir jetzt einfach so sau viele Blöcke machen und uns einfach da so hochkrampfen, weißt du? Ah, ja, hochkraxeln. So, das heißt, wir haben jetzt hier schon mal diesen Move. So. Okay. Dann die Kiste kannst du schon mal abbauen und auch platzieren. Die brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Einen Endstab können wir... Oh, wir können mehrere... Nee, wir können einen Endstab machen. Verdammt. Einen Braustab. Nee, können wir auch nicht machen. Blaze Powder vielleicht einmal. Okay, wir müssen... Also, diesen Endstab müssen wir auf jeden Fall machen. Ach nee, 4 sind das sogar. Oh, das ist geil. Das ist nice. Das ist nice, Alina. Na, warte, lass erstmal die restlichen Blöcke machen. Ja, eine Suppe bringt uns ja nichts, ne? Eine Pilzsuppe ist Quark. Wir können Slimeblock machen. Ach nee, da brauchen wir 9. Getrockneter Seetang. Das ist auch ein Block. Jetzt müssen wir burnen. Wie burnen wir? Mit Kohle, ich hab Kohle. Wo hast du Zack. Kohle her? Das war in der Kiste drin.
Okay, nice. Dann machen wir getrockneten Seetang-Block. Das ist auch ein Block. Haben wir schon mal einen Block mehr. Wir sind der Sache, wie viele Blöcke brauchen wir denn insgesamt? Wir haben ja noch die Werkbank und den Ofen. Nee, Ofen können wir nicht abbauen. Aber Werkbank haben wir nochmal. Das ist nochmal einer. Wir haben ein Eisen. Wir haben eine Feder. Wir haben 4 Slimeballs. Wir haben ein bisschen Essen. 4 Endstäbe auf jeden Fall. Die kann ich dir schon mal geben. Dann kannst du ja schon mal bauen. Aber ich denke, das reicht nicht, Elina. Nee, das muss eigentlich reichen. Ein Kohle gibt 9 Burner, ne? Burner. Ja, das ist schon gut. 2 Blöcke haben wir ja noch safe, nicht vergessen. Ja, stark, Elina. Stark machst du das. Es reicht nicht, Elina. Das hat wirklich nicht gereicht. Eine Schüssel weg vielleicht? Also das Einzige, was ich verbrennen kann. 9. Hat perfekt gereicht mit den Schüsseln. Also die brauchte man auf jeden Fall dafür. Getrockneter Seetang-Block, Elina. Da hast du einen Seetang-Heimer. Seetang. Warte, ich würde ihn selbst platzieren. Ist einfach hier, oder was? Ja. Oh oh. Das ist ein Reinfall da. Oh oh. Magma-Creme. Bringt uns eine Magma-Creme. Irgendetwas, Elina. Hast du nicht irgendwas von Braustand gelabert vorhin? Wir haben keinen Bruchstein. Oh man. Also wir können so oder so keinen Dings craften. Kann dein Schwert den Ofen vielleicht abbauen? Gibt's, warte mal. Ich hab eine Idee. Kann man damit irgendwas... Ja. Oh, Lea! Was passiert? Ich habe das Rätsel gelöst. Ja, sag an. Guck. Magma Block! Ein Magma Blockheimer. Okay, dann gib mir mal den ganzen Stuff. Du wirst zurückgelassen. Nee, wir springen einfach immer gleichzeitig. Zusammen. Wir springen gleichzeitig. Machen Sie erst den Magma Block, der ist nämlich ein bisschen nervig. Und hüpp. Jawohl, gut. Warte. Ich bring keinen Schaden. Hüpp. Jawohl. Ja. Sehr gut. Hüpp. Boah, ja. Das ging schnell. Was habe ich da was reingetan? Warte mal. Jawohl. Ja. Okay. Okay, die kann ich ja wenigstens selber machen. Ciao, Lieder, haust du rein. Ja, okay, boah. Nice, Alter, wir sind stabil. Stabil, was jetzt? Okay, ein Zielblock. Sterben. Sniper Rifle. Junge, der hat hier wirklich diese Verwirrungstaktik hier gewählt, ne? Der, yeah. In dem heutigen. Da steht irgendwas. Don't. Okay, das sollen wir nicht essen. Okay, den Goldapfel hatte ich aber eigentlich auch nicht vor. So, was tradet der gute Mann denn? 2 Spektralpfeile für eine Amethystscherbe, also für 2 Spektralpfeile. Eine Rakete gegen einen Knopf. Ah, deswegen Redstone. Okay, wir brauchen auf jeden Fall... Okay, was haben wir denn hier im Angebot? Eine Rakete, die haben wir doch direkt. Braucht der normal einfach nur Feuerwerksraketen? Okay, aber wir brauchen ja eigentlich nur eine. Aber ich stelle gleich 3 her. Aber egal, traden wir 3 Knöpfe. Vielleicht brauchen wir auch 3. Der macht die nicht. Doch. Ah, der ist geblockt nach einem Trade. Und jetzt hier Redstone. Ja, du hast einen Helm auf. Aha! Yes, was ein Glas. Macht der? Nichts. Ich denke, das war einfach nur. Nehmen? Ich denke, das war einfach nur ein Gag. Ah ja, stimmt. Jetzt haben wir einen Glasblock. Geil. So, wir bauen 2 Spektralpfeile Ronies und dann können wir da diesen Trade machen. Spektralfeule. Ich kann auf jeden Fall einen Bogen machen. Aber das bringt mir natürlich nicht viel. Eine Armbrust mit Rakete drauf, das kann man doch zünden. Und dann schießen wir den Zielblock ab. Oh, smart, Ben, smart. Ja. Ich war mir nicht... Okay. Und? Bam! Ja, es hat einen Sound gemacht. Das Huhn hat ein Ei gelegt. Ah. Jetzt habe ich 2 Eier. Ich glaube, das gehört nicht zur Map, dass der ein Ei gelegt hat. Ehrlich gesagt, denke ich. Ich glaube, wir müssen den auch fetzen. Ich kann ja nochmal dagegen schießen. Erstmal killen wir das Huhn. So, das hat Knochen gedroppt. Nee, Feder. Haben wir irgendwas bekommen? Hast du was gekriegt? Ich habe 3 Kupfer, hatte ich die schon von Anfang an. Ich habe nichts bekommen. Können Witzerblader machen. Wir können auf jeden Fall einige Blöcke machen, aber das bringt uns den Spektralfäulen ja auch nicht näher, ne? Okay, wir brauchen den Glowstone und einen Pfeil in der Mitte und da fehlt uns ein Feuerstein. Sonst haben wir alles, weil wir haben Feder und einen Stick. Ah, Kies. Ja. Alles da, Lina. Okay, wir machen abwechselnd. Wer den Feuerstein kriegt, gewinnt einen Tesla vom anderen. Oh. Ah. Mhm. Okay, du. Oh, ich. Ah. Das ist die Privatinsolvenz. Oh. Für Lina. Und. Ah. Oh. Junge, nein. Ey. Und. Junge, hä, wie lang? Das ist doch lächerlich. Muss doch jetzt langsam jetzt wird's. Hab's im Blut. Nee, jetzt wird's. Oh. Nein. Hä, wie oft waren wir jetzt schon mal? Das könnte Rekord sein. Hä, das ist ja arsch oft gewesen jetzt schon. Hä? Mann. Das war locker schon 20 Mal jetzt oder so. Kann das sein, dass das nicht geht? Weiß ich nicht. Aber es muss ja gehen. Das macht ja komplett Sinn. Es würde keinen Sinn machen, wenn es nicht geht.
Würde keinen Sinn machen, wenn es keinen Sinn macht. Ja, okay, Tesla wird das abgebrochen. Das ist ja. Was? Es dauert zu lang, hallo. Ich denke, das deaktiviert ihr, Lina. Oder? Was? Nee, die können uns doch nicht so trollen, Alter. Oder? Oh, ja, hä? Das wie war oft bei mir war das? Eindeutig. Na, ey, überhaupt nicht, hallo. Wie oft war denn das bitte? Ist ja lächerlich. So, zack, 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 zack. Spektralpfeule haben wir zwei Stück. Was sagst du? Bis zum Mäusemelken, sag ich dir. So, wir haben zwei Amethystscherben und die können wir jetzt bei dem hier traden gegen drei Andesit. Drei Blöcke. Wir können aber noch mehr Blöcke machen. Wir können nämlich einen Blitzableiter machen und wir können einen roten Netherziegel machen und wir müssen wieder hier hoch. Macht es Sinn, aus drei Blöcken sechs Stufen zu machen? Okay, das lassen wir erstmal. Wir gucken, ob es nicht auch so geht. In welche Richtung müssen wir hoch? Da, in die dann, ne? Da. Nein, andere Richtung. Nein, von hier sind wir gekommen, Elina. Haben wir 10 Blöcke? 3, 6, wir haben 8. Aber das hat ja irgendwie auch nichts gebracht, ne? Das habe ich auch nicht verstanden. Mach nochmal, dann kriegst du noch einen Glasblock vielleicht. Nee. Ach ja, stimmt, ich habe ja den Glasblock bekommen. Nee, den Glasblock habe ich beim Button bekommen. Ach ja, stimmt. Das hat gar nichts gemacht da oben, das macht stimmt, nur einen Ton. Das hat nur das Eigen. Vielleicht muss ich mit Pfeil, ich habe ja jetzt einen Pfeil. Ich gehe das. Einfach nur ein Sound, ey. Es macht halt einen Ton, aber es macht sonst nichts. Ist ja schon ein großer Zufall, dass man direkt 3 an die Seed-Blöcke hat, weißt du? Da muss man Safe-Stufen daraus machen. Kann man mit Stufen mehr progressen? Nein. Wir werden es herausfinden. Ja doch, das geht schon. Du kannst ja. Na doch, klar geht das, Elina. Elina, wir sind komplett doof. Boah, wir sind ja so doof. Natürlich kannst du mehr progressen mit Stufen. Ja, komm mal zu mir. Weil du machst ja trotzdem einen ganzen Block und hast aber doppelt so viele Blöcke. So, zack. Halt, halt, warte auf mich. Ach so, ich dachte, wir machen wieder gemeinsam. Nee, müssen wir doch nicht. Aber das ist cooler. Zack, geschafft. Nice. Geschafft. Das sind sehr stabile Minecraft-Experten. So, wo sind jetzt hier? Das letzte Level, denke ich. Das ist das letzte Level. Was? Oh ja, stimmt, da ist Gold oben. So, wir haben wieder jede Menge Quatsch in der Kiste, aber wirklich kompletten, Quatsch mit Soße. Kompletten Quark. Wir haben einen Ofen, Eisen. Der ist leer. Wir haben eine Wolle, die bauen wir natürlich auch nicht. Wir haben einen Händler, der tradet Eisenrüstung gegen Kram. Eisenrüstung, okay, hier ist ja Eisen auf dem Boden und ein Ofen. Das heißt, wir werden ja wahrscheinlich... Und hier sind auch noch Blöcke. Eisenblöcke, ach ja, stimmt. Und das TNT, Ben, oben. Ah, ja. Oben. Okay, das heißt, wir müssen, ja, ich kann Sticks aus Bambule machen, aber wir haben halt weder Holz noch Stein für eine Spitzhacke. Oder wir müssen das, nee, wir sollen das safe mit TNT sprengen, ne? Ja, ja, weil ich habe einen Feuerstein, wir brauchen ein Eisen. Wie kriegen wir ein Eisen, Elina? Hm. Ich habe auch einen Flammenbogen. Ah, ich soll das TNT anschießen, ja, okay, ich verstehe. Das heißt, wir können einen Pfeil machen, das passt. Zack, zack, so. Jetzt müssen wir das TNT da irgendwie runterholen. Das wird aber, glaube ich, schwieriger als gedacht. Da brauchen wir direkt den Block hier. Warte, wir machen hier Teamwork. Mach jetzt, Ah ja, schmeiß mal hoch die Putze. Zack. Ja, was. Ja, ich hab's. So, wie platzieren wir das jetzt? Das ist ja die, die tricky also question. Am besten so, dass nicht der Villager stirbt. Also auf jeden Fall hier. Da. Meinst du nicht, dass es zu weit weg ist? Ich würde es eher... Oder direkt drauf vielleicht? Es macht mehr Sinn, einen Block kaputt zu machen, oder? Okay, ja. Ich würde einfach auf dumm das da machen. Mach auf dumm. Habe ich ein Feuerzeug schon? Ah, nee, ich habe den Flammen. Du hast den Flammenwerfer. Okay, Alina. Achtung, Villager. Ich hab ein Schild. Toll. Ich hab's trotzdem gekillt. Was? Gut, hier ist ja alles voll. Okay, einsam. Ich hab die 3 Eisenblöcke. Leider haben wir das nicht bekommen. Aber ist ja nicht so schlimm, also, oder? Ich hoffe, du hast unsere Werkbank eingesammelt, weil die haben wir nicht mehr. Die ist hier. Ja, stimmt, ganz vergessen. So, da machen wir jetzt mal die ganzen Rüstungs... Nee, warte mal, erstmal... Ja, wir werden halt eine Spitzhacke. Meinst du denn, wir brauchen... Ja, okay, wir investieren halt 3 und kriegen 4 raus. Weiß nicht, ob sich das jetzt so lohnt, ne? Nee. Kauf mal hier die Rüstung hier ab erstmal. Okay, wir gucken mal, wie viel übrig bleibt. Schuhe, Helm, Hose. Es bleiben genau 3 übrig. Großer Zufall. So, ein bisschen zu großer Zufall, denke ich. So, ja. So, okay.
Die Stämme machen wir safe zu Blöcken. Jetzt haben wir schon arsch viel. Weißt du, wie viel wir brauchen? Wir können ja den Bedrock-Block damit benutzen. Wir haben jetzt 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wir haben halt 13 Blöcke schon. Ne? Das ist schon viel. Man könnte aber mit der Spitzhacke auch noch die Mauer hier abbauen. Oh, ja, wenn das geht, das wissen wir nicht. Ne? Safe geht das. Ja, das stimmt. Ja, safe, es macht komplett Sinn, das zu machen. Weil wir haben ja eh auch Bambus. Ja, gar keinen Aber Sinn. Ich glaube, das reicht nicht. 13 Blöcke reicht never ever. 16. Ach, wir können doch die. Ah! Oh, was ist denn hier? Schalker? Ein Bambus. Ah, die können wir abbauen. Hier ist noch was drunter, ey, Hilfe! Wow! Kiste mit krassen Stuff. Ist hier noch was drunter? Wie kommt jetzt wieder hoch? Ja, ich habe doch Blöcke, so kann man. Aber ich denke, wir haben trotzdem Plus gemacht. Halt nicht viel, aber so ein bisschen. Aber warte, Schalker? Kacke, verdammt. Aber die Schalker können wir nehmen. Da machst du halt hier die Wolle. Schalker. Achso, der ist ja sinnlos. Ja, ich weiß nicht. Warte mal, die können wir ja abbauen. So. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt so krass gelohnt hat, Elina. Weil ich auch nicht bin. Können die jetzt halt auch nicht mitnehmen. Aber ich kann die hier noch abbauen. Also die Spitzhacke hat sich selbst gelohnt. Aber ob es sich gelohnt hat, da runter zu gehen? Naja, aber es war ja nicht ohne Grund da. Aber ich kann Gerüstblöcke jetzt bauen, weil ich genug Bambus habe. Ja, okay, das hat sich safe gelohnt. Elina, ich habe jetzt 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, ich habe 23 Blöcke oder so. Okay. Junge Patzo, was ist los mit dir? Ich habe da nur eine Spitzhacke. Und wir haben noch 4 Eisen. Aber die bringen uns nichts. Okay, dann lass mal loslegen. Kommen Sie mal mit, Elina. Mal losdüsen. Boah, das war ein Rhythmus gerade, ne? Der war heftig. Ja, der war so, jetzt muss ich aber ein bisschen mit Stufen arbeiten, Elina. Mit Stufen, Stufaronis. Sagen wir, sind wirklich inzwischen heftigste Prison-Experten, ne? Das ist schon krank. Was sagst du denn? Da kann man ja nicht draufspringen. Scheiße, die Zäune sind ja Müll. Warte, aber so geht das, oder? Geht auch nicht. Geh mal weg von der Fläche, bitte. Nee, geht nicht. Aber wir haben eh noch genug. Okay, dann. Yes, yes. Wieso kann ich nicht boosten? Und seht, ein Block, Alter, das ist eine komplette Verarsche. Was ist, wenn wir einen Gerüstblock, glaubst du, ich krieg den? Probier's. Du kannst ihn mir auf jeden Fall zudroppen. Ah, warte, ich hab einen Plan. Ich hab einen richtig krassen Plan. Ich dachte, ich könnte das über mir platzieren. Mann, da haben wir irgendwie Unsinn in diesem Loch da unten gebaut, denke ich. Da ist ein Block zu viel. Ich hätte mit der Schalkerbox mich hochglitschen müssen. Das habe ich ja eh schon gecheckt, aber ich habe es ja nicht weiter verfolgt einfach. Habe ich jetzt mal machen müssen. Wir könnten doch, warte, könnten wir nicht unsere Holzsachen auch zu Stufen machen? Oh. Ja. Wir arbeiten uns hoch mit den Treppen. So. Stufen. Stufen. Jetzt haben wir hier noch weitere Stufen. Ja, guck mal, wir sind viel krasser jetzt. Alter Schwede. Aber ich will mal... aber dir fehlt dieser eine Gerüstblock. Ich will einmal testen, ob das mit der Schalkerbox... Okay, ist jetzt so oder so hingehauen. Wenn ich sie jetzt platziere, kann ich auch einfach hochspringen. Aber ich will mal testen, ob das hingehauen hätte. Ich denke nicht, das haut hin. Tja, so kann man sich auch täuschen. Ich habe sogar einen Block übrig. Ich habe, ey, sie ist ja komplett OP, Lina. Ich habe 3 Stufen und einen Block übrig. Wir hätten unseren 4 Stufen höher bauen können. Ja. Das ist noch ein Level, denke ich, Lina. Oh, Mann. Wir sind so Skulk-Sensoren, hast du gesehen? Mhm. Wir haben nicht mal eine Werkbank, was ist denn das? Ich habe eine Kiste. Ich habe Schleichen 100 bekommen. Ich weiß nicht mal, was das für ein Erfolg ist, Alter. Krank, da war übelst viel Blöcke drin. Aber ich denke nicht, dass die reichen. 3, 4, 5, 6, 6 Blöcke, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da fehlt uns ein bisschen was, Elina. Da fehlt uns ein bisschen was. Ich kann Hebel machen. Brauchen wir Hebel? Vielleicht sind hier noch mehr Kisten? Das könntest du haben, Inur. Das reicht, denke ich. Wenn wir den Stein aus dem Button haben, reicht das. Oh, die haben schon mal besser gefloat. Ja, heute floats nicht so. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, geschafft.
Kozo. Sogar im Kopf. Koppergolem im Kopf. Sieht übel geil aus. Oh, sieht voll scheiße aus. Auch. Hier, bitte. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielleicht auf jeden Fall den Like-Button für die beiden Bedrock Prison Experten. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, um keine Folge zu verpassen. Wichtig auf dem Weg zu 1,8 Millionen Abonnenten. Könnt ihr mich kostenlos supporten, indem ihr abonniert. Lasst auch ein Like da. Bis morgen, euer Benson. Ciao. Ciao.